Guten Morgen, Leute, und Happy New Year. Es ist der 3. Januar und gerade mal 8:30. Bin gerade erst aufgestanden, wie man sehen kann. Ich werde jetzt frühstücken und habe gleich einen Friseurtermin und lasse mir meine Extensions wieder hochsetzen. Deswegen sehen die auch ein bisschen fettig und eklig aus, man kennt's. Ja, ich habe Urlaub und werde euch mal ein bisschen mehr wieder in meinem Alltag mitnehmen, habe ich mir vorgenommen. Auf ein neues. Der erste Schluck Kaffee am Morgen. Unbezahlbar. Ansonsten heute habe ich einen Restday und muss ein paar Dinge erledigen. Und ich denke, abends werde ich dann nochmal ins Fitnessstudio fahren, um Cardio und Posing zu machen. So, ich bin zurück vom Friseur. Die Haare sind wieder fresh und hochgesetzt. Ignoriert bitte diese dreckige Wohnung. Ich muss unbedingt aufräumen. Es wurde in letzter Zeit sehr viel vernachlässigt. Also, ja, das steht die Tage auf jeden Fall auch noch an. Und dann muss ich gleich noch ein Video für Bodybuilding Depot filmen, denn morgen gibt es ein Gewinnspiel. Ihr werdet das bis dahin dann schon gesehen haben und hoffentlich daran teilgenommen haben und vielleicht sogar gewonnen haben. Wer weiß. Oh mein Gott, unsere Küche ist so dreckig. So, es ist kurz nach 1 und ich habe Hunger. Und es ist Zeit für mein erstes Mittagessen. An den Rest Days habe ich ja 2 sozusagen, weil Pre und Post wegfällt. Ich muss die Kartons heute wegbringen. Excuse the mess, please. Und ich muss den Geschirrspüler noch machen. Aber ich dachte, ich mache erstmal ein bisschen Arbeit, bevor ich mich hier in den Haushalt mache. Ich habe in letzter Zeit Reisnudeln für mich entdeckt. Ich finde die richtig geil. Vor allem, die sind halt mehr Volumen als Reis. Und ich glaube, gerade für die Diät werden die Dinger richtig, richtig nice sein. Dazu noch ein bisschen Sojasauce. Geil. Immer wenn ich esse, möchte ich mir dabei mal was angucken. Das heißt, ich mache euch jetzt aus. Ich zeige euch jetzt. Und zwar, das Gewinnspiel geht bis zum 11.01. Das heißt, bis nächste Woche Mittwoch. Bis dahin habe ich dieses Video hochgeladen. Ist ein Versprechen an mich selber. Und zwar, was ihr gewinnen könnt. Wack Isolat, das ist ganz neu bei Bodybuilding Depot rausgekommen. Das ist eine Mischung aus Whey Isolat und Ei-Protein. Und die größte Besonderheit daran ist, dass die biologische Wertigkeit extrem aufgewertet wird. Beim Whey ist es nur bei 104 und durch die Kombination hier wird es aufgewertet auf ungefähr ein bisschen über 120. Also mega, mega nice. Hat auch richtig tolle Werte. Gerade für meine Prep, die bald kommt, demnächst. Dazu kommt nochmal ein Video extra, aber es ist nicht mehr so lange. Es ist wirklich nicht mehr so lange. Ja. Also schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei und nehmt gerne teil, um eine Dose zu gewinnen. Mega, mega gut. Ansonsten, wie immer, mit meinem Code RADA5 gibt es Prozente auf alle Produkte bei Bodybuilding Depot. Und ich kann es euch wirklich Herzensempfehlung. So. So, und für ein bisschen mehr Realität hier. Diese Pappe hat sich bei uns angestaut. Und ich bringe das jetzt weg. Weil ich kann es nicht mehr sehen. Pappe ist weggebracht. Es ist jetzt 16 Uhr, also Zeit für mein zweites Mittagessen. Ich habe sonst nicht mehr viel gemacht. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Und dann, mein Geschirrspüler läuft, dann habe ich ehrlich gesagt auf dem Sofa gechillt, weil ich mich ein bisschen ausruhen wollte. Kennt ihr das, wenn ihr einfach dauermüde seid?
irgendwie von gefühlt nichts. Das ist bei mir ein Dauerzustand. Ja. Und dann verdaue ich das Ganze ungefähr eine Stunde, anderthalb. Und fahre dann ins Gym, um Cardio zu machen und zu posen. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Crazy. Oh, ich muss noch kochen. Das mache ich, während ich verdaue. Gleich eine kurze Cooking-Session. Dann muss ich das heute nicht so spät machen. Cheers zu meinem vierten und letzten Kaffee des Tages. Ein Meal Prep ist immer dasselbe und sehr langweilig und einfach und schnell. TK Kaisergemüse ist momentan mein Favorite. Manchmal wechsle ich das Gemüse aus, wenn es mir zu langweilig wird, dann nehme ich irgendein anderes. Aber das habe ich jetzt schon ein bisschen länger und schmeckt mir momentan am besten. Das wiege ich hier mal eben ab. Ich bin auch so richtig langweilig und würze das nicht, sondern ich lasse es einfach so und so kommt das in den Ofen. Kennt ihr dieses Meme, wo man jemand beim Kochen ist und dann nach jedem Schritt einmal kurz so die Finger wäscht? Das bin unnormal ich. Ich hasse allein bei Fleisch, das sowieso schon eklig genug anzufassen. Aber auch so irgendwie, weiß nicht, Eier und alles irgendwie nach jedem Schritt muss ich mir auch die Hände waschen. So sehen die Nudeln dann aus. Und dann drücke ich die alle so ein bisschen runter ins Wasser, dass die alle bedeckt sind. Und dann lasse ich die da so 2-3 Minuten drin. Und dann gieße ich die ab, schrecke sie mit kaltem Wasser ab. Und dann ist das fertig. Ich bin auch so gut wie ready. Ich werde mir jetzt nur noch meine EAs einfüllen. Ich habe hier Limette. Lieblingsgeschmack. Beim Cardio gucke ich meistens die langen Videos, weil die mich auch nochmal motivieren. Guten Morgen. Das allererste, was ich morgens immer mache, ist mein Pre- und Post-Workout in die Mikrowelle stellen. Dann gibt es meine Subs erstmal. Glutamin. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich wollte eigentlich so eine helle Leggings anziehen, aber es regnet heute in Hamburg extrem. Deswegen dachte ich so, nee, lieber nicht. Und dann esse ich jetzt mein Pre-Workout. Dann fahre ich so in 20 Minuten ins Gym und nehme euch da mit. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. We'll be right back.
of art. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Ich bin zurück. Mein Training war irgendwie geht so. Also ich hatte zwar einen ganz guten Pump, aber irgendwie habe ich mich relativ schwach gefühlt. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, ich habe so ein Plateau erreicht und fühle mich voll schwach. Und irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht an der Uhrzeit. Normalerweise, der Körper gewöhnt sich dann ja irgendwie dran. Also normalerweise habe ich ja in letzter Zeit immer so gegen 4:30, 5 trainiert. Und jetzt, und hatte eine Mahlzeit mehr Intus. Und jetzt ist halt ein bisschen anders. Vielleicht ist es ein bisschen, ja, eine Umstellung für meinen Körper. Ich weiß es nicht. Ich werde mal am Samstag Stefan davon berichten. Und mal schauen, was er dazu sagt. Letzte Woche habe ich ihm auch schon gesagt, dass ich mich, also ich war vor kurzem krank. Und danach habe ich mich auch richtig, richtig kacke gefühlt. Und habe das Stefan gesagt. Da habe ich dann 2 extra Rest Days die Woche danach bekommen. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich will keine Rest Days. Ja, naja, mal schauen, was er dazu sagt. Ja, ansonsten heute steht nicht mehr so viel an. Ich muss noch ein bisschen Haushalt machen, mein Frühstück für die nächsten 3 Tage vorkochen und dann das Video auch schon schneiden. Und so viel mehr passiert hier auch nicht heute. Deswegen beende ich das Video mal an dieser Stelle. Falls euch die Idee gefällt, mit den alle 2 Tage so einen Mini-Vlog zu posten aus dem Alltag, dann lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.